der Bau von Tiny-Häusern bei einem der größten Unternehmen Europas. Ihr seid die Größten mittlerweile, oder? Ja, wir sind wohl der Größte in Chaletbau, im Präfab, in Holzständerwerkbau. Da sind wir schon richtig der Größte und bestimmt der Qualitativste. Also Holzständerwerk bedeutet, ihr habt also keine fertigen Sandwich-Paneele an der Seite. Das Ganze ist atmungsaktiv, ist diffusionsoffen. Das ist euer Konzept, oder? Ja, das ist bestimmt unser Konzept. Das ist auch die Hochwertigkeit und die Qualität am Endeffekt. Und deshalb bauen wir wirklich anders als jeden anderen Hersteller. Das Ganze machst du schon wie lange jetzt hier, Rob, für das Unternehmen? Das ist hier schon mehr wie 27 Jahre. Davor hatten wir eigentlich auch eine andere Marke. Das war die Likon, war unsere Firma. Und wir wollten eigentlich neu und richtig starten. Hauptsächlich wie die Autoindustrie, so wird produziert. Das Ganze hat Stationen. Es gibt feste Taktzeiten? Ja, 100% gibt es feste Taktzeiten von jedes Haus. Und man kann auch sehen, alles wird richtig zugemacht, weil es muss auch ein Blower dort durchstehen. Blower Door, klär mich auf, was ist das? Naja, wenn wir laut GEG bauen sollen, der GEG, der ENEV-Norm, da müssen wir wirklich also auch luftdicht bauen. Und wenn wir den Auftrag haben, da dafür auf luftdicht zu bauen, zum Beispiel für unsere Hausboote, dann kann auch vor Ort ein Blower Door-Test stattfinden. Und dann ist wirklich auch alles zu und da muss man innerhalb der Normen bleiben. Hier sieht man das Holzständerwerk. Wird hier jetzt nochmal isoliert oder gedämmt an der Seite? Ja, das wird noch voll isoliert. Das wird hier gleich, wir sind jetzt in einer anderen Halle, in unserer Halle 3. Da findet noch etwas auf einer anderen statt. Man kann auch gerade hier sehen, alle Elektrik ist rein. Wir machen überall einzelne Rohre, da drücken wir rein, sodass wir auch später, wenn mal irgendwo ein Stromschluss oder etwas auch wäre, man das nachrüsten kann. Immer nachrüsten kann. So, jetzt siehst du das. Eine schöne Gardinenabteilung. Bin ich mal gespannt, eine Gardinenabteilung habt ihr. Ja, wir möchten alles so viel wie möglich in eigener Hand halten, weil dann hält man auch die Qualität selber in der Hand. Da zum Beispiel hier ein Dach liegt hier gerade, das wird später vor das Haus gesetzt, sodass wir eine wirklich tolle überdachte Terrasse haben. Ich kann nicht schon sagen, bei der Gardinenabteilung arbeiten wohl keine Männer. Wieso, weiß ich auch nicht. Aber wir gehen gucken. Komm, wir gehen mal gucken. Linke Hand. So, ich nehme an, das Haus habt ihr selber gebaut hier drin. Alle sind heute frei, sehe ich gerade. Da haben die gut organisiert, die Frauen. Aber hier haben wir unsere eigene Gardinenabteilung und hier wird eigentlich alles angefertigt für die Häuser. Es riecht total krass. Ich habe gerade den Geruch von meiner Kindertagesstätte, als ich klein war. Okay. Das riecht genauso wie in der Kindertagesstätte, wo ich war, als ich ein kleiner Junge war. Naja, ich hatte gedacht, weil wir erst Holz gerochen haben und jetzt nur Gardinen und Stoff. Also, Hier sind die Stoffe. Das heißt, ihr kauft die Stoffe ein, ihr näht alles selber? Ja, wir machen wirklich alles selber. In erster Fall, man kann auch nachträglich immer noch, wenn Stoff nach immer gibt, wir halten immer auf Lager, aber dann kann man nach immer alles bestellen. Aber wir möchten die Qualität selber in die Hand halten und das ist eines der meist wichtigen Themen für uns. Das sind auch wieder Profis. Ja, stimmt. Ja, das ist eben erwähnt. Ja. Aber so bestimmt man auch die Qualität. Und am Endeffekt, jedes Teil von jedes Haus muss gut sein. Ja, früher haben in Deutschland gab es da viel mehr Nähereien. Mittlerweile wird das immer weniger. Aber hier wird richtig genäht. Habt ihr denn Probleme, die Leute noch zu finden, die gut nähen können? Stirbt das langsam aus? Nee, da muss ich dann wieder sagen, in dieser Abteilung haben wir richtig eine schöne, tolle Gruppe. Irgendwie auch ganz junge Leute auch manchmal wieder dabei. Aber ich denke, wir könnten mehr bekommen, denn wir brauchen. Darf ich da mal reinschauen in so was fertig Genähtes, ja, dass wir das mal öffnen? Das liegt eigentlich schon wieder fertig, das kannst du hier schon erkennen. Schon Chassisnummer drauf und hier sitzen eigentlich alle Gardinen für das Chassishaus, was die Leute sich ausgesucht haben. Und das wird erst wieder rübergebracht dahin, am Moment, wenn das Haus auf der letzten Stelle da steht. Sag mal, ich habe das Gefühl, dass die Leute schon ziemlich stolz sind auf das, was sie hier machen, oder? Wenn die hier arbeiten? Ja, das ist wahr. Wir sind eigentlich ein Familienbetrieb. Berchtesgaden Karte ist der Eigentümer, der hat es auch damals alles gegründet. Also das Gefühl lebt ihr natürlich auch, weil und das ist manchmal schöner daran, wie ich hier auch gekommen bin. Ich glaube, hier hängt noch irgendwo ein Schild von einem Jubilar von 10 oder 15 Jahren her. Und viele Leute sieht man auch immer. Und ich denke, das ist auch die Qualität, nicht nur da, aber auch das Personal und dass man... Ja, man lebt in einer Familie, würde ich mal sagen. Also es ist wirklich ein Familienbetrieb. Wir waren eben in der Halle, da war der Wirtkalender. Hast du den gesehen? Der habe ich gesehen, aber der fällt mir nicht mehr auf. Aber die Frauen, pass mal auf, die Frauen haben einen eigenen Kalender. Ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist er drin. Ach, das ist ein
Für euch Kalender, der hat Männer. Keine Idee. Du kannst mir glauben, aber da sehe ich zum ersten Mal, der ist mir noch nicht aufgefallen. Also ich bin gut, dass du es gesehen hast. Das ist der Für euch Kalender. Das heißt, es gibt Frauen- und Männerkalender. Ich habe heute viel gelernt, das habe ich schon gemerkt. Sehr cool. Warte, ich guck mal gerade, was die hier essen. Da vorne hast du Waffeln. Ja. Wie cool. Wir sind wirklich in den Niederlanden. Das ist ja, ich sag mal, ein ganz eigenes Land mit ganz eigenen Gebräuchen, die da sind. Das ist gar nicht vergleichbar mit Deutschland, oder? Naja, ich kann nicht sagen, dass wir sind doch ein Europa und in dem Sinne sind wir sehr nahe dran. Wir sind Nachbarn. Ihr seid viel lockerer, habe ich das Gefühl. Hier ist alles ruhiger. Also ich war ja... Ich muss dich da wohl recht geben, das höre ich ganz oft. Also nicht, dass wir das... Aber wir haben gemerkt, auch hier, auch in die Halle, und ob das jetzt Appis Playstation oder wie dann auch ist, wir haben immer gemerkt, mit Spaß kannst du ganz viel erreichen. Aber das bedeutet wohl noch immer Qualität liefern. Okay, das hier heißt Nähatelier. Ja, Nähatelier. Ja, ja. Warum habt ihr das so falsch geschrieben? Naja, weil wir dachten, das war gut in Holland. Okay, danke. Sehr cool. Ja, nein, hier haben wir ganz schön nach der anderen Halle, wo ganz viele Häuser schon stehen. Können wir nochmal etwas mehr gucken. So, gehen wir in die andere Halle. Ihr habt überall Häuser stehen und... Das ist fast ein eigenes Dörfchen schon. Ein eigenes Dörfchen. Die Leute, die hier wohnen, die kennen euch ja. Das heißt, hier fährt laufend irgendein Haus durchs Dorf, oder? Ja, das ist, weil wir das hier über die Straße hinbringen. Also die kennen uns schon. Und du musst dich vorstellen, wenn wir 355 Leute in dem Dienst haben, ich glaube, das Dorf hat einige tausend Einwohner hier. Und die kennen uns bestimmt schon. Aber wir sind natürlich auch groß geworden mit den Leuten und die Leute mit uns. Das macht ja der Unterschied. Und da ihr natürlich mit Holz arbeitet, du riechst hier nichts, ihr habt keine Abgase, die irgendwo rauskommen. Ihr seid quasi umweltfreundlich in der Produktion hier. Ja, umweltfreundlich, auch alle Materialien, auch alle Verpackungsmaterialien, wird wirklich alles separat gemacht. Auf die Dächer, leider kann man das ganz nicht gut erkennen, liegt überall liegt Photovoltaik, liegt da drauf. Also man versucht halt wohl richtig gut mitzumachen, ja. Und dann geht es nicht nur um die Kosten. Aber wir haben natürlich auch alle Kinder, die später auch noch leben möchten. So, gleich gehen wir in die Ausstellungshalle. Du hast einige Häuser hier stehen, ungefähr 10 Stück. Die werden wir jetzt Stück für Stück mal dokumentieren. Ja. Vielleicht hat die Valeria, hier sieht man sogar Grundrisse, die Valeria noch nicht hat im Programm. Aber vielleicht gibt es da so viel Nachfrage, dass sie sagen, hier Valeria, du kannst das liefern. Ihr habt ja quasi wie so eine Art Schnittmuster jedes Haus im Computer drin. Ihr könnt das nochmal reproduzieren. Ja, wir können es reproduzieren, weil es sind natürlich auch Ferienparks. Sie sagen, Rob, du hast den 2015 haben wir da gehabt. Kannst du mir dann noch neu machen? Ja, dann wird es auf den Computer genommen. Vielleicht gibt es nicht mehr die Gardinen, die es waren, aber weiterhin gibt es ja noch immer. Gibt es hier in den Niederlanden eine große Messe für Tiny-Häuser? Gibt es sowas? Also wo die alle kommen, die ganzen Parkbesitzer? Nee, eigentlich nicht. Die Ferienparks, die kommen, die wissen, wo wir sind und die kommen direkt hier und die schauen sich das selber an. Also in Holland gibt es nicht solche großen Messen. In Deutschland sind wir natürlich auf die Reisecampingmesse Essen immer vertreten, weil das genau in der Mitte von Holland, Deutschland ist, würde ich mal sagen. Ja, hier sind wir. Das Ganze, wenn ihr möchtet, könnt ihr zweimal bekommen in Deutschland. Einmal in Zierenberg und einmal in Flensburg. In Flensburg, ja. Und hier scheint in Holland die Sonne. Aber ich habe immer gemerkt, wenn ich in Flensburg bin oder in Zierenberg auch, habe ich glücklich immer das gleiche Wetter. Also seid ihr auch gut aufgehoben. Es schneit nicht. Nee, so, und da vorne gehen wir jetzt mal rein. Das hier ist ein Arbeitsplatz. Und ich werde euch die Kontaktdaten nochmal von den Showrooms nochmal rein beamen in die Videobeschreibung rein. Ja. Rob Schell. Und es ist hier New Lösen und es ist ganz schwierig für die Deutschen zu sprechen. Aber deshalb sagen wir auch, wir möchten, dass es gut in Deutschland betreut wird. Und weil es ist nicht nur die Produktion, es ist auch, wie wird ein Tiny House, wie wird die Baugenehmigung beantragt. Es ist, wie wird man betreut bis am letzten Stück. Und das kann man nur besser vor Ort machen und deshalb machen wir das zusammen mit Vitalcamp. Eine blöde Frage, hier vorne ist so ein Graben mit Wasser drin. Ist das schon der Meeresspiegel hier? Nein, ich denke nicht. Ich glaube, es ist wohl höher als normal. Und wir haben natürlich ganz viel Wasser auch hier in Holland. Also hier geht auch kein Schiff durch oder nichts. Also es ist nur zur Abwässerung. Cool. Ja. 23. Schöne Landschaft. Also es ist echt der Hammer. Es ist viel ruhiger, es ist flacher, jeder fährt Fahrrad. Es ist, wie ihr das kennt aus den Filmen. Tschüss. Ja, danke.